Die Deutsche Bahn hat in den letzten Wochen mal wieder Schlagzeilen gemacht. Seit Jahren ist sie im Fernverkehr unter der angepeilten Pünktlichkeitsrate, die Gewerkschaften GDL und EVG sind unzufrieden und wollen Lohnerhöhungen und fast jeder kann eine persönliche Geschichte vom Versagen der Bahn erzählen. Wahrscheinlich kann sich kaum jemand an die Zeit erinnern, in der die Deutsche Bahn einen guten Ruf hatte und als fortschrittlich und modern galt. Heute ist sie eher für ihre unübersichtlichen, komplizierten und teuren Tarife, für defekte Automaten, Verspätungen und Zugausfälle, für schlechten Kundenservice und wartungsbedürftige Züge bekannt. Der Konzern war tatsächlich einst ziemlich beliebt. Wie wurde aus dem Stolz einer Nation ein riesiger, verschuldeter und verhasster Problemfall? Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn in ihrer heutigen Form gibt es erst seit Ende 1993. Um zu verstehen, wie wichtig die Eisenbahn für Deutschland ist, lohnt sich aber ein kleiner Rückblick ins 19. Jahrhundert. Die ersten dampfbetriebenen Eisenbahnen waren absolute Sensationen und ein maßgeblicher Erfolgsfaktor der industriellen Revolution. Aus isolierten Einzelstrecken wurden rasend schnell komplexe Bahnnetze, denn Regierungen in ganz Europa erkannten schnell, wie viel Potenzial die Technologie für den Transport von Gütern und Menschen bot. Bahnfahren galt als vornehm und schick und die Bahn als Ganzes mit ihren prächtigen Bahnhöfen und den damals unglaublichen Geschwindigkeiten war ein Sinnbild des technologischen Fortschrittes. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem die Bahn für Truppentransporte eine nicht unerhebliche Rolle spielte, floriert der Luxustransport auf Schienen. Einige Züge gelten als fahrende Hotels, Passagiere sitzen in dicken Sesseln und frisch zubereitetes Essen wird serviert. Mit der Gründung der Reichsbahn wird der Zugverkehr weiterhin auch zunehmend eine staatliche Angelegenheit. Die Deutschen lieben ihre Bahn. Trotz alledem verliert die Eisenbahn langsam aber sicher ihr Monopol im Personenverkehr. Autos werden in den 20ern immer beliebter und mit deren grenzenloser Freiheit kann die Eisenbahn nicht mithalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Bahn als Deutsche Bundesbahn neu aufgezogen, in der DDR heißt sie weiterhin Reichsbahn. Die glorreichen Zeiten sind unabhängig vom Namen vorbei, denn der Vormarsch des Automobils ist nicht zu stoppen. In der BRD wird ein Fokus auf den Ausbau der Autobahnen gelegt, während man die Bahninfrastruktur vernachlässigt und zum Beispiel die Elektrifizierung der Weichensysteme und den Ausbau des Bahnnetzes stoppt. Die einst bejubelte Bahn ist nicht mehr profitabel und wird zum Verlustgeschäft. Investitionen fließen vor allem in Hochgeschwindigkeitsfahrten, auch aus Imagegründen. So bringt die Bahn erst den Intercity, dann den ICE auf den Markt. Vor allem letzterer wirkt mit seinen Geschwindigkeiten zwar spektakulär. Anfang der 90er hat die Bundesbahn trotzdem jährliche Defizite von 4 Milliarden D-Mark, während die Infrastruktur altert. In der DDR wurde währenddessen weiterhin auf die Reichsbahn gesetzt, da es hier schwerer war, an Autos zu kommen. Allerdings war die Instandhaltung der Reichsbahn quasi unmöglich. Es gab kaum finanzielle Mittel und die sowjetische Besatzungsmacht hatte viele Züge und andere Technik als Reparationszahlungen beschlagnahmt. Nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung werden die Bundesbahn und Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG fusioniert, wie wir sie heute kennen. Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft, bei der der deutsche Staat alle Aktien besitzt und somit alleiniger Eigentümer ist. Heißt, die Bahn ist quasi ein privates Unternehmen, welches aber in staatlichem Besitz ist. Eine Aufstellung als Aktiengesellschaft sollte die neue gemeinsame Bahn rentabler und wettbewerbstauglicher machen. Die neue Struktur der Deutschen Bahn stand schon von Beginn an in der Kritik. Als Aktiengesellschaft ist es schwer, sowohl die Konzerninteressen als auch das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Profit und Wettbewerbsfähigkeit sind kurzfristig nicht zwangsläufig mit einem funktionierenden Nah- und Fernverkehr vereinbar. Insbesondere, wenn vom Bund am Ende des Jahres Profite in Form von Dividenden erwartet werden. Bei einem Fokus auf Profit lassen sich notwendige Investitionen in Infrastrukturprojekte wie den Ausbau des Schienennetzes außerdem nur schwer rationalisieren. Denn hier wird der Erfolg oft erst Jahrzehnte später spürbar. Aber dazu später mehr. Der Bund, vertreten durch das Verkehrsministerium, entscheidet über den Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und in Form von gesetzlichen Rahmenbedingungen in maßgeblicher Weise über den Handlungsspielraum der Bahn. Die Politik wäre dafür zuständig, die richtigen Anreize und Strukturen zu setzen, um die Bahn pünktlicher, günstiger und servicetechnisch besser zu machen.
Wenn 30% des Fernverkehrs zu spät sind, die Bahn 20 Milliarden Euro Schulden hat, es einen großen Investitionsrückstau gibt und das Schienennetz überholungsbedürftig und zu klein ist, sind das alles nur Symptome. Die strukturellen Ursachen dieser Symptome sind ganz klar auf eine Reihe an politischen Fehlentscheidungen zurückzuführen, die ihren Anfang in den 90ern haben und bis heute andauern. Nach der Fusionierung wird weiterhin eine harte Sparpolitik gefahren. Der ohnehin schon längst überfällige Ausbau von Schienennetzen bleibt aus, die Servicequalität und Instandhaltung leiden. All das wird in der Politik damals ignoriert bzw. hingenommen. Man spart auch dann weiter, nachdem unzureichende Notlösungstechnik einen ICE entgleisen lässt und 101 Menschen in den Tod reißt. 1999 betritt Hartmut Medorn die Bühne. Er soll die Bahn endlich zukunftstauglich machen, und zwar mit einem Gang an die Börse. Viele Kritiker geben Medorn die Schuld am heutigen Versagen der Deutschen Bahn. Er habe sie in seiner Zeit bis 2009 für den Traum vom Börsengang kaputt gespart. Sein wahrscheinlich übelster Streich: Er lässt einen großen Teil der Weichen im Schienennetz entfernen, weil diese im Unterhalt viel Geld kosten. Viele heutige Verspätungen sind auf die damaligen Fehlentscheidungen zurückzuführen. Weichen und Nebengleise fehlen, um ein flexibles Bahnnetz zu gewährleisten. Störungen können ohne Nebengleise und entsprechende Weichen nicht umfahren werden und insbesondere in Ballungsräumen stauen sich Züge und damit auch Verspätungen an. Nach der Finanzkrise platzt der Traum vom Börsengang und irgendwie war alles umsonst. Auch wenn man trotzdem weiterspart, hat die Deutsche Bahn 2018 fast 20 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Die Bahn ist nach der Jahrtausendwende im Auftrag der Politik zwar rentabler und umsatzstärker geworden, aber die lang anhaltenden Sparmaßnahmen und mangelnden Investitionen in die Infrastruktur stellt sie heute vor große Probleme. Lange fokussiert sich die Politik auf das Auto, während die Bahn über Jahrzehnte hinweg zum Problemfall wird. Die bröckelnde Eisenbahninfrastruktur mit all ihren Gleisen, Brücken und Weichen ist zum Großteil für die Verspätungen und den schleppenden Schienenverkehr verantwortlich. Die Finanzierung des Ausbaus und der Instandhaltung wird in den sogenannten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen geregelt. Jährlich zahlt der Bund der Deutschen Bahn eine feste, milliardenschwere Summe für Ersatzinvestitionen und die Instandhaltung des bestehenden Bahnnetzes. Wenn ein Teil des Schienennetzes nicht mehr funktionsfähig ist und komplett erneuert werden muss, springt der Bund ein und finanziert den Neubau. Es macht für die Deutsche Bahn also wirtschaftlich Sinn, das Streckennetz so lange verkommen zu lassen, bis der Bund einspringt, es komplett saniert und man selbst somit Geld spart und der Profit am Jahresende passt. Die Kennzahlen, die den Zustand des Schienennetzes bestimmen, sind dabei nichtssagend. Ein Mangel gilt erst ab 100 Tagen als Mangel. 97% des Schienennetzes sind demnach angeblich mängelfrei. In welchem Zustand sich diese 97% befinden, wird allerdings überhaupt nicht deutlich. Mängelfrei könnte sogar bedeuten, dass in Kürze eine Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich wird und ein Mangel zuvor nur notdürftig beseitigt wurde. Seit Gründung der Deutschen Bahn AG ist das öffentliche Schienennetz dementsprechend nicht gewachsen, nicht stagniert, sondern sogar geschrumpft. Seit 1994 ist das Netz um rund 6000 Kilometer verkleinert worden. Derzeit werden jährlich weiterhin bis zu 500 Kilometer Schienen stillgelegt. Vom aktuellen Schienennetz sind gerade einmal 60% elektrifiziert, also mit einer Oberleitung ausgestattet und mit E-Loks befahrbar. Während das Netz schrumpft, ist die Zahl der jährlichen Reisenden mit der Deutschen Bahn alleine zwischen 2003 und 2015 um über 500 Millionen Personen gestiegen. Auch die jährliche Güterbeförderung ist um zeitweise über 100 Millionen Tonnen gestiegen. Die Verkehrsleistung insgesamt ist in den vergangenen Jahrzehnten um über 40% in die Höhe geklettert. Das Schienennetz stößt an seine Kapazitätsgrenzen und das nicht nur in den urbanen Zentren Frankfurts oder des Ruhrgebiets. Als kleiner Vergleich: In der Schweiz werden 382 Euro pro Kopf in die Schieneninfrastruktur investiert, hier in den Niederlanden 128 Euro, in Deutschland nur magere 69 Euro. Doch nicht nur am Schienennetz wurde ordentlich gespart, auch beim Personal wurden radikale Sparmaßnahmen getroffen. Schätzungen zufolge bräuchte man eigentlich fast doppelt so viele Mitarbeiter. Dazu zählen Lokführer, Instandhaltungskräfte und IT-Spezialisten. Laut einem internen Dokument des DB-Aufsichtsrates sind nur 20% der ICEs voll funktionsfähig, also nur jeder fünfte. Dennoch seien Züge teilweise monatelang mit denselben Mängeln unterwegs.
Auch Wartungsarbeiten an Schienen und Weichen können teils nicht mehr regelmäßig durchgeführt werden. Es scheint kein Wunder zu sein, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ausfällen von Klimaanlagen oder anderen Teilen der Bordelektronik kam. Ein überlastetes, marodes und mit zu wenigen Weichen ausgestattetes Bahnnetz gepaart mit zu wenig Personal führen zu den Verspätungen, Ausfällen und Streiks. Seit mehreren Jahren kommen über 80% der Züge im Nahverkehr, der seit der Bahnreform auf Länderebene organisiert wird, pünktlich. Der enorm wichtige Fernverkehr hingegen hinkt allerdings seit Jahren den zum Ziel erkorenen 80% um einige Prozentpunkte hinterher. Das bedeutet, dass circa jeder vierte Zug im Fernverkehr mehr als 5 Minuten Verspätung hat. Mittlerweile hat die Bahn über 20 Milliarden Euro Schulden angehäuft und das, obwohl sie inzwischen profitabel ist und gewaltige Zuschüsse vom Staat bekommt. Die Schulden wurden hauptsächlich in Deutschland angehäuft, wo die Bahn versucht, den gigantischen Investitionsstau aufzuholen. Die Bahn ist zwar das größte Eisenbahnunternehmen Europas und einer der größten deutschen Konzerne, allerdings seien die Erfolge laut Kritikern nicht auf die Kernaktivitäten in Deutschland zurückzuführen. Die Profite werden im Ausland gemacht. Das kann neben der ungünstigen Struktur zwischen Bund und Bahn ebenfalls einer der Gründe für die vielen Probleme sein. Viele der Investitionen und ein großer Teil der Gewinne werden nämlich nicht im Personenverkehr und auch nicht in Deutschland erwirtschaftet. Die Bahn befördert nicht nur Personen, sondern vermehrt auch Güter, und zwar größtenteils mit LKWs in Gesamteuropa. Investitionsgelder fließen oft in Expansionsprojekte. 2002 übernahm die Deutsche Bahn zum Beispiel mehrheitlich die Schenker AG und machte sich mit einigen weiteren Einkäufen zu einem der führenden Logistikunternehmen. Insgesamt ist die Deutsche Bahn in mehr als 130 Ländern aktiv, in einigen Bereichen mehr und in anderen weniger erfolgreich. Die Bahn behauptet zwar, dass die Gewinne aus dem Ausland in Deutschland reinvestiert werden, die Entwicklung und Modernisierung der deutschen Schienennetze in den letzten 20 Jahren sprechen allerdings eindeutig dagegen. Mit den aktuellen Streiks und dem internen Dokument wird deutlich, dass der Konzern alles andere als zukunftsfähig ist. Und das hängt in großem Maße mit dem wirren Aufbau der Organisation zusammen. Gleichzeitig ist der Schienenverkehr seit dem 9.12. teurer geworden. Trotz geringer Qualität werden die Preise also flächendeckend erhöht. Außerdem plant die Bahn ein großes Automatisierungsprojekt, welches in den kommenden Jahren insgesamt 28 Milliarden Euro kosten soll. Wie genau das Ganze finanziert werden soll, ist gerade noch mehr als fragwürdig. Bei all dem ganzen Chaos wäre es ja wünschenswert, wenn es ausreichend Alternativen gäbe. Das würde eventuell die Preise senken, höhere Servicequalität gewährleisten und eine höhere Angebotsvielfalt bringen. Aber durch ein staatlich finanziertes Unternehmen, das sogar vor der Fusionierung bereits ein Monopol war und nun auch noch dazu verpflichtet wurde, profitorientiert zu handeln, wird der freie Wettbewerb maßgeblich behindert. Während es im Nahverkehr immer mehr Mitstreiter gibt, mit knapp 27% Marktanteil hat die Bahn im Personenfernverkehr immer noch ein Quasi-Monopol mit über 98% aller Fernverkehrszüge. Bis 2012 hat die Bahn keine Lokomotiven oder Wagen an ihre Konkurrenten verkauft. Außerdem wurde Konkurrenten das Nutzen von Betriebswerken und Werkstätten erschwert oder komplett verwehrt. Bei Milliardenzuschüssen durch den Bund hat das Ganze allerdings einen bitteren Beigeschmack, weil hier am Ende das Gemeinwohl zu kurz kommt. Trotz all dem Chaos, der schlechten Struktur und der teuer wirkenden Preise der Deutschen Bahn muss man ihr allerdings auch zugestehen, dass sie trotzdem im Mittelfeld Europas in Sachen Pünktlichkeit und Preis steht. Das Sparpreisangebot der Deutschen Bahn kann zum Beispiel im europäischen Vergleich mithalten. Was die Pünktlichkeit angeht, stehen Großbritannien mit über 85%, die Schweiz und Österreich mit über 94% besser da. Zwar weniger vergleichbar, aber umso beeindruckender machen es China, Taiwan und Japan mit Pünktlichkeitsraten von 99%. So oder so gibt es bei der Bahn ordentlich Luft nach oben. Viele politische Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, das Festhalten an einer privatwirtschaftlichen Struktur und kein richtiger Pfad in die Zukunft sind wohl die grundlegenden Probleme, die die Deutsche Bahn heute beschäftigen. Den Netzausbau zu verstaatlichen und den Bahnbetrieb weiter als privatwirtschaftliche AG zu führen, wäre eventuell eine mögliche Lösung für einige der Probleme.
Eine staatliche Infrastrukturgesellschaft, ähnlich der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen, könnte Bahnhöfe, Gleise und notwendige Gebäude im gesamtgesellschaftlichen Interesse nachhaltig errichten und instand halten. Letztendlich tut der Staat es aktuell ja sowieso schon, allerdings über ineffiziente Verträge mit der Deutschen Bahn, die nicht die nötigen Anreize für einen nachhaltigen Ausbau schaffen. Das Ganze könnte auch für mehr Konkurrenz auf den Schienen sorgen, da die Bahn nicht mehr zum großen Teil Betreiber des Schienennetzes wäre. Die Vergabe würde nun vom Bund geregelt werden. Einnahmen wie Trassengebühren, die alle Wettbewerber für die Nutzung zahlen müssen, könnten nachhaltig in den Netzausbau investiert werden. Der Kunde könnte letztendlich von einem gesunden Wettbewerb durch höhere Servicequalität und niedrige Preise profitieren. Der Bund könnte für alle Wettbewerber faire gesetzliche Rahmenbedingungen festlegen, die den Bahnverkehr im Sinne des Allgemeinwohls regeln. Mit den Streiks Anfang Dezember, der wachsenden Unzufriedenheit der Kunden und drastischen Restrukturierungsforderungen aus verschiedenen Parteien wächst der Druck auf die Deutsche Bahn und auf die Politik. Im kommenden Jahr werden die nächsten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, die bis 2025 gelten sollen, verhandelt. Es braucht wohl etwas mehr als neue Verträge, einen neuen Vorstand und mehr Investitionsgelder, um zum ehemaligen Glanz zurückzufinden. Hoffentlich wird das den Entscheidungsträgern noch vorher bewusst. Strecken mit der Bahn oder dem Bus zurückzulegen, ist umweltfreundlicher als Auto zu fahren oder mit dem Flugzeug zu fliegen. Eine funktionierende Bahn als Teil des öffentlichen Verkehrs ist essentiell für eine grünere Zukunft. Auch unter diesem Gesichtspunkt betrifft es alle. Nicht nur die Bahnfahrenden, die sich mal wieder die Beine in den Bauch stehen am Gleis, während eine blecherne Stimme über einen Lautsprecher weitere 30 Minuten Verspätung ankündigt. Cheers!